Super Schneebedingungen, perfekte Ausrüstung und professionelles Training. Das ist das DB Wintercamp 2015 im Nordic Center Notschrei im Schwarzwald. Dazu die Elite im deutschen Skilanglauf. Georg Zipfel, ehemaliger Nationaltrainer, und Hannes Dotzler, Olympiateilnehmer. Genau die Führung. Trainer Zipfel weiß natürlich, dass es ein weiter Weg in die Weltspitze ist. Ein Langläufer wird nicht in einem Jahr gemacht, das dauert lang. Und auch was man bei Jugend trainiert für Olympia sieht, sind immer die Talente da. Hannes Dotzler war auch selbst bei Jugend trainiert für Olympia und ist einer unserer besten Langläufer. Das ist ganz, ganz wichtig für den deutschen Sport. Beim Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia in Nesselwang haben die vier Mädchen aus dem Harz den Selfie-Wettbewerb gewonnen. Der Preis? Das DB Wintercamp. Vor allem das Training mit den Profis hat die Mädchen beeindruckt. Mit dem Bundestrainer ist es irgendwie ungewohnt, weil man zu Hause ja mit dem Trainer aus seinem Verein zusammenarbeitet. Aber hier holt man sich halt noch so eine andere Meinung von einem Profi dazu und das ist irgendwie noch besser, finde ich. Mir gefällt besonders gut das Training auch mit den Langläufern und dass man die auch mehr kennenlernt, so vom Persönlichen her. Jede Menge Spaß, professionelles Training und ein Meet and Greet mit Hannes Dotzler und dem Karikaturisten Thomas Zipfel. Ein rundum aufregendes Wochenende. Dazu noch das obligatorische Gruppenbild, um das DB Wintercamp 2015 in guter Erinnerung zu behalten.